Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Black Mirror, wo wir, soweit ich das beurteilen kann zumindest, jetzt endlich alle Teile für unsere improvisierte Dunkelkammer zusammengesammelt haben und uns jetzt endlich daran machen können, die Fotos für Angelina zu entwickeln. Deswegen sollten wir hier an dieser Stelle jetzt auch keine Müdigkeit mehr vorschützen, sondern direkt mit der Action loslegen. Und in meinem Kopf klang das definitiv noch ein bisschen besser als gerade eben. Na ja, was soll's. Was ich übrigens an den Black Mirror-Spielen mag, also abgesehen davon, dass halt zu Beginn des ersten Teils jemand aus dem Fenster gestürzt ist, und das quasi so der Auftakt für die ganze Geschichte war. Aber insgesamt mag ich, dass die Black Mirror-Spiele sich echt Zeit lassen, erstmal die Geschichte, das Setting und die Charaktere zu etablieren, bevor dann die eigentliche Action losgeht. Weil, seien wir mal ehrlich, wir kamen zwar hier und da so einen kleinen Ausblick auf das, was hier eventuell hinter den Kulissen gerade schon passiert, wie zum Beispiel dieser komische Typ, der sowohl hinter uns als auch hinter Angelina hinterher zu spionieren scheint. Aber im Großen und Ganzen ist in dieser Geschichte bisher eigentlich noch nicht so wirklich etwas passiert, außer dass unsere Mutter kollabiert ist und offenbar das eine oder andere Geheimnis vor uns gehabt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das eventuell schon bald ändern könnte. Ich habe alles beisammen, was ich für die Entwicklung der Bilder brauche. Das wird jetzt etwas dauern. Also los. Weil so langsam müsste ja mal was passieren, ne? Würde ich zumindest sagen. Wenigstens müssen wir das nicht wieder selber machen. Das hat auch schon mal was. Ich habe die Bilder. Sie sind ziemlich gut geworden, wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen ich sie entwickeln musste. Sehr schön. Der ganze Kram, den ich für die Entwicklung gebraucht habe, liegt in der Badewanne. Ich hoffe, ich brauche ihn erstmal nicht mehr. Nur Eddies Dia-Projektor nehme ich mit. Ich wünschte, ich könnte mir eigene Abzüge von den Bildern machen. Aber das Fotopapier ist alle. Aber wenigstens eins werde ich behalten. Okay. Ich gehe nochmal meine Mutter besuchen. Und dann mache ich mich ausgefertigt. Das wird doch auch noch relevant werden, dass wir dieses Foto haben da, oder? Und du meinst, dieser Typ verfolgt mich? Eine reisende Studentin aus England? Warum sollte er? Keine Ahnung. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er dich verfolgt. Ich habe nur gesagt, dass es sein könnte. Vielleicht verfolgt er mich ja. Schon gut, Darren. Das war nicht böse gemeint. Was ist los mit dir? Ach, ich weiß auch nicht. Es ist einfach gerade alles zu viel für mich. Meine Mom liegt im Krankenhaus. Diese Sache mit England und dann dieser Kerl. Welche Sache mit England? Naja, meine Mom. Sie bekommt Geld aus England. Ein Kaff namens Willow Creek. Kennst du das? Ja, ich weiß sogar ungefähr, wo das liegt. Ich glaube, es ist der Ort, an dem meine Mom als Köchin gearbeitet hat. Und sie bekommt immer noch Geld von da? Ihr Plumpudding muss göttlich sein. Das ist es eben. Es ist über 20 Jahre her. Wer schickt ihr über $1000 jeden Monat? Und wofür? Dieses Kästchen habe ich bei den Überweisungen gefunden. Ich habe es zuvor noch nie gesehen. Und das Wappen mit den drei Löwen, das ist ein englisches Wappen, oder? Das ist es. Was genau tust du da? Ich dachte nur, du wolltest vielleicht den Inhalt sehen. Du weißt, wie man es öffnet? Solche Schatullen wurden im 19. Jahrhundert zu Tausenden produziert. Es gibt einen speziellen Verschlussmechanismus, der Neugierige fernhalten soll. Hat wohl nicht ganz funktioniert. Was ist drin? Und? Ein Foto. Moment, ist das Bates? Nee, oder? Nee, das ist nicht Bates, oder? Aber dieser Schnauzbart, hatte Bates nicht auch so einen? Auf jeden Fall ist das Black Mirror Castle hier. Das Tor erkenne ich wieder. Und eine Frau vor einem schmiedeeisernen Tor. Ist das deine Mom? Und der Mann, ist das dein Vater? Steht hinten was drauf? Black Mirror Castle, Willow Creek, England. Oktober 1969. Was ist? Meine Mom. Darren. Findest du, sie sieht aus, als wäre sie im fünften Monat schwanger?
Was? Das war ja mal interessant. Hat Darren jetzt auch schon solche Träume? Darren Michaels? Conley mein Name. Ich bin Inspektor der hiesigen Polizei. Oh, das heißt, es ist was passiert. Bin ich verhaftet? Nein, das nicht. Aber wir müssten mit Ihnen sprechen. Darf ich eintreten? Sicher. Also? Sie arbeiten in Fullers Fotostudio, ist das richtig? Seit gestern nicht mehr. Nicht mehr? Warum? Das Betriebsklima. Ich habe gekündigt. Gekündigt? Oder wurden Sie hinausgeworfen? Gab es Streit? Ist was mit Fuller? Bitte sagen Sie ja. Also, ja. Haben Sie ihn verhaftet? Oder hat ihn irgendjemand in einer dunklen Seitengasse zusammengetreten? Würde Ihnen das gefallen? Nur wenn's schmerzhaft war. Er ist tot. Er wurde heute in den frühen Morgenstunden erstochen. Wir zählen noch die Einstiche. Können Sie uns dazu etwas sagen? Nein. Nichts, was Sie angemessen finden würden. Da muss jemand eine ziemliche Wut auf den alten Mr. Fuller gehabt haben. Wie wütend waren Sie auf ihn, Darren? So wütend, dass ich seinen Tod nicht bedauere. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich habe ihn gestern Nachmittag, als er mich rausgeworfen hat, zum letzten Mal gesehen. Und danach sind Sie nicht mehr im Laden gewesen? Nein. Wir haben Ihre Fingerabdrücke gefunden. Klar, ich habe da gearbeitet. Auf dem Tresor. Gehörte das zu Ihrer Arbeit? Hoppla. Was wollen Sie? Wo waren Sie gestern Abend? Ich war am Balbers Diner. Mit einer Freundin. Richtig, Angelina Morgan. Sie kennen sie noch nicht lange, oder? Muss man in dieser Stadt verlobt sein, wenn man mit einer Frau ausgehen will? Oh, keineswegs. Wenn Sie sie besser kennen würden, könnten Sie mir nur vielleicht erklären, warum Miss Morgan Mr. Fuller ermordet hat. Was? Moment, was? Sie wurde praktisch auf frischer Tat ertappt. Moment, was? Sie stand blutverschmiert vor Mr. Fullers Leiche. Moment, was? Noch klarer wäre die Sache nur, wenn wir ein notariell beglaubigtes Video vom Mord hätten. Das ist doch absurd. Vielleicht hat sie den Toten Fuller entdeckt und wollte helfen. Behauptet sie auch. Und was macht sie mitten in der Nacht in Fullers Laden? Was weiß ich? Fragen Sie sie. Das haben wir. Sie sagt, sie wäre von einem Mann telefonisch dorthin bestellt worden. Von ihrem Verfolger? Richtig, vom großen Unbekannten. Deswegen bin ich hier. Miss Morgan sagt, Sie hätten ihr von ihrem Verfolger erzählt? Allerdings. Und der Hotelbesitzer hat ihn auch gesehen. Bei ihm war ich schon. Er bestätigt, dass sich jemand nach Miss Morgan erkundigt hat. Aber er kann uns keine brauchbare Beschreibung geben. Haben Sie den Mann genauer gesehen? Hab ich. Er hat eng zusammenstehende Augen und... Nicht hier. Kommen Sie aufs Präsidium. Da können wir ein Phantombild anfertigen. Oh nein. Was ist mit Angelina? Das ist doch bestimmt ein Puzzle, oder? Warten wir mal ab, was der Herr zu sagen hat, den Sie gesehen haben. Wenn er der Anrufer war, wird er es kaum zugeben. Wenn es diesen Anruf überhaupt gab. Kommen Sie bitte so bald wie möglich. Wir brauchen das Phantombild. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt die Entwicklung, die ich erwartet hatte, aber dass jetzt über kurz oder lang irgendwas passieren musste, das war ja eigentlich klar, oder? Fuller ist tot. Heieiei. Na gut. Nein, das ist er nicht. Der Haaransatz war höher. So vielleicht? Nein. Es war hier mehr...
Können Sie mich nicht einfach kurz da ranlassen? Sicher. Schauen Sie, Sie haben hier die verschiedenen Kinnformen und Augenbrauen und so weiter. Ich habe Ihnen zugesehen. Ich habe das Prinzip verstanden, okay? Über die Pfeile können Sie wechseln. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie hier auf Save und... Ja, ich krieg das schon hin. Okay, okay. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Okay. Je schneller die Polizei diesen Typen findet, desto schneller kann ich Angelina helfen. Wie sah der Kerl noch gleich aus? Och, jetzt leck's mir halt einfach am Arsch dran. Ich hatte befürchtet, dass sowas jetzt kommt. Ach, Mann. Also, ich habe nicht die geringste Ahnung. Lange zurückgekämmte Haare, das ist ja dann wohl das hier? Ja, das. Könnte das gewesen sein? Wisst ihr, mein Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass ich ganz, ganz schlimme Probleme mit Gesichtern habe. Ich habe teilweise schon Probleme, Leute noch zu erkennen, wenn die eine andere Frisur tragen. Und ich soll jetzt hier ein Rätsel machen, bei dem ich jetzt so ein Phantombild von einem Gesicht anfertige. Ihr habt ja wohl den Schuss nicht mehr gehört. Ihr habt den Arsch offen. Sind Sie fertig? Nein. So ganz passt das noch nicht. Kann ich mal eine Pause machen? Ja, aber nur kurz. Wir brauchen das Phantombild. Schon gut. Schon gut. Dann, sehe ich mich hier trotzdem kurz um. Nach diesen finsteren Gesellen wird gefahndet. Da sind ja erbärmliche Verbrechervisagen dabei. Ich frage mich immer, ob die Polizeifotografen eine besondere Ausbildung haben, um jeden wie ein Verbrecher aussehen zu lassen. Oder liegt es daran, dass die Bilder auf Fahndungsplakaten kleben? Mir kommt es zumindest immer so vor, als ob jeder auf den Bildern exakt so aussieht, wie man sich einen Verbrecher vorstellt. Das stimmt allerdings. Dahinter ist das Büro dieses selbstgefälligen, verblendeten Inspektors. Ob er wirklich glaubt, Angelina hätte diesen fetten Sack umgebracht? Clever, ehrgeizig und hungrig. Eine amerikanische Musterbürgerin. Alle klopfen ihr auf die Schulter. Dabei ist sie auf halbem Wege, ein Roboter zu werden. Was haben wir hier? Computer. Die Polizei müsste kürzlich mit neuen Rechnern ausgestattet worden sein. Alles ziemlich aktuelle 486er. 486er? Moment, 486er? Ah ja, ist ja ein 90er. Ja, sind wir in 93 oder 98? 93, ne? Ich bin unsicher geworden. Der neue Pentium-Prozessor ist schon angekündigt. Aber ich frage mich, wer diese Rechenleistung wirklich braucht. Solange meine Sierra Adventures zu Hause laufen, brauche ich jedenfalls kein schnelleres System. Ah, Sierra Adventures. Ja, ich wollte zu King's Quest, wollte ich auch mal was machen, wollte ich mit dem ersten Teil anfangen. Wir haben ja das Neueste, den letzten Teil der King's Quest-Reihe, den haben wir ja tatsächlich im Livestream gespielt und ich wollte das Original auch mal bringen. Aber ich habe da nur PC-Speaker-Sound. Ich weiß nicht, inwieweit man das tatsächlich aushält. Wenn ihr möchtet, können wir da aber in der absehbaren Zukunft durchaus mal was auf dem Kanal zu machen. King's Quest, Space Quest, Police Quest, diese Geschichten. Da geht's zu den Zellen. In solchen saß ich auch schon zweimal nach Demonstration. Für die meisten in meinem Bekanntenkreis war das so etwas wie eine Auszeichnung. Ich fand's scheiße. Wasser zu verkaufen muss ein unglaubliches Geschäft sein. Man füllt irgendwo Wasser in Flaschen und packt ein schickes Etikett und einen Fantasiepreis drauf. Diese ganzen beschissenen Megakonglomerate versuchen es mittlerweile sogar, sich die Herrschaft über die Wasserversorgung ganzer Länder zu sichern.
Dann steigen die Preise ins Unermessliche und das sowieso schon völlig verarmte Volk dort ist komplett im Arsch. Ja, das war Nestle, ne? Ich bin nicht durstig. Okay, ich schätze, ich darf erst gehen, wenn ich das Phantombild Täter, gemacht habe. Opfer, Verbrechen, Schicksale. Alles ordentlich abgeheftet und damit erledigt. Und wird doch mal ein Fall aufgeklärt, dürfte der Zufall seine Finger ins Spiel gehabt haben. Ich glaube kaum, dass sie mich hier in den Akten herumschnüffeln lassen. Nicht? Mir ist noch etwas eingefallen. Sehr gut. Hier, bitte. Ja, mir ist auf magische Weise tatsächlich auch was eingefallen, denn ich will ganz ehrlich mit euch sein. Ich habe, während ich mich hier gerade im Polizeipräsidium ein kleines bisschen umgesehen habe, habe ich mir online die richtige Lösung für das Phantombild rausgesucht, weil ganz ehrlich, das kann ich nicht. Das ist einfach nicht meins. Also, bei der Nase habe ich tatsächlich leichte Probleme. Es müsste die hier sein. So, das ist er. Und? Das ist er. So in etwa sah der Typ aus, der mich und Angelina verfolgt hat. Kenne ich nicht. Vielleicht ein Tourist. Sie sagten ja auch, er habe mit Akzent gesprochen. Allerdings, was ist nun? Wie geht's weiter? Wir werden die Bilder in der Stadt verteilen und den Herrn zu einem Gespräch einladen. Und Angelina? Nun ja, sie ist... Angelina! Darren, ich war es nicht. Du musst mich hier rausholen. Sie wollen mir das anhängen. Ich weiß, aber das kriegen wir schon hin. Sie wollen heute Nachmittag Anklage erheben. Du musst irgendwie... Kommen Sie, Miss Morgan. Darren! Ich hol dich hier raus. Ich lass mir was einfallen. Kommen Sie, Darren. Finger weg! Ich werde herausbekommen, was hier gespielt wird. Sie ist unschuldig. Was für ein Motiv sollte sie haben? Das ist die Sache. Wir wissen es nicht. Sehen Sie? Und andere hatten ein Motiv. Fuller hat Leute erpresst. So? Mrs. Biber vom Diner. Sie hat Geld an Fuller gezahlt. Viel Geld. Woher wissen Sie das? Ist das wichtig? Sie hatte ein Motiv. Und was ist mit dem Typen da? Er war gestern bei Fuller. Wir haben kein Geld in Fullers Laden gefunden. Und dieser Herr ist ein Zeuge, mehr nicht. Was die angebliche Erpressung angeht. Haben Sie Beweise? Beweise? Fragen Sie Mrs. Biber. Und die würde uns sagen, wenn sie von Fuller erpresst wurde? Sie... setzen Sie sie unter Druck? Aufgrund Ihrer Vermutung? Nein, das reicht nicht. Wir brauchen Beweise oder wenigstens Hinweise auf eine Erpressung, bevor wir aktiv werden können. So lange sitzt unsere einzige Verdächtige dort hinter Gittern. Dann werde ich die Beweise besorgen. Jetzt geht's aber los hier, ja. Jetzt hat er ja richtig Feuer unterm Arsch. Wo fange ich an? Ich brauche Beweise, dass Fuller ein Erpresser war. Nur womit hat er Mrs. Biber erpresst? Und nur sie oder auch noch andere? Ich möchte wetten, diese Geheimtür in seinem Keller hat damit zu tun. Ach ja, die gibt's ja auch nur, noch. Wie kann ich sie öffnen? Ob Fuller den Schlüssel immer noch bei sich trägt? Ich muss es herausfinden. Na, das kann ja noch spaßig werden, aber... Die Action hat endlich begonnen. Es gab einen Mord und wir nehmen die Ermittlungen auf. In der nächsten Folge von Black Mirror. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.